Und damit herzlich willkommen hier zu diesem Weihnachtsspezial mit Plague Inc. Einem Spiel, bei dem es normal darum geht, die Menschheit auszurotten. Ja, und das als Weihnachtsspezial. Yay! Hat's in sich, oder? Naja, okay. Es gibt ja Szenarien und da gibt es auch ein, Santas Helfer-Dingens und das passt ja irgendwie perfekt zu Weihnachten, oder? Die Welt ist dunkel und trüb. Langweilige Regierungen haben Feiertage, Lachen und Feste verboten. Die Menschen haben den Spaß vergessen, kleiden sich in Grau und verbringen die ganze Zeit bei der Arbeit. Zum Glück hat sich der Neuraxwurm mit dem Weihnachtsmann verbündet, um die ganze Welt mit Freude und Fröhlichkeit zu infizieren. Kann der kleine Helfer des Weihnachtsmann ein Wunder bewirken? Ich bin nicht klein. Okay, Gene, ich habe das Spiel noch nicht allzu lange hier auf dem Rechner. Von da habe ich nicht allzu viele Gene. Ich glaube, das sind so die zwei einzigen Gene, die ich habe. Yay! Super, naja, dann schauen wir mal, ob ich es hinbekomme. Ja, wir machen das mal auf normal. Ach komm, X-Mess hat auch irgendwie gut gepasst, oder? Lassen wir das so. Also. Jo, die Welt ist dunkel und trüb. Naja, so dunkel sieht sie jetzt aber nicht aus. Feiertage, Lachen und Feste wurden verboten. Die Welt ist so traurig und langweilig. Selbst der Neuraxwurm ist entsetzt. Er beschließt, die Menschen zu retten und sie wieder glücklich zu machen. Na, das ist ja aber nett von ihm. Der Spaß wurde ausgerottet. Es wird schwierig, die ganze Welt mit Freude zu infizieren. Die Menschen reisen nicht mehr und die Regierungen haben Glücklichsein zum Verbrechen erklärt. Wähle den Ausgangspunkt für deine Neuraxwunder. Ja, für normal würde ich ja sagen, wir nehmen Grönland, aber weiß nicht so recht. Wir nehmen Ägypten. Warum? Weil es geht. Erstmal Pause. Pause? Pause ist hier irgendwie nicht so. Doch, jetzt geht's, weil der Text da war. Okay, von Ägypten aus starten wir und ja, alle Wege sind irgendwie total verboten. Also Flugzeuge und Schiffe. Jetzt muss ich erstmal selber nachgucken, was wir denn alles Schönes machen können. Okay, der Startdatum ist das der 23.12.2015. Ägypten, ja, das passt ja alles irgendwie was. Die Übertragung. Was können wir denn machen? Neuraxwürmer würden vom Geruch, vom Schweiß und Sonnencreme angelockt. Erhöht die Ansteckungsgefahr, vor allem in heißen Ländern. Ah ja. Die Neuraxwürmer legen ihre Eier am liebsten dort, wo sie einfach aufgenommen werden können. Erhöht die Ansteckungsgefahr, vor allem in kalten Ländern. Ah ja. Okay, das muss ich jetzt nicht so ganz verstehen. Starke dehydrierte Würmer bilden Kokons. Diese platzen und streuen Eier über einen weiten Bereich. Erhöht die Ansteckungsgefahr vor allem in trockenen Ländern. Würmer entwickeln eine Abneigung gegen Regen. Ist sogar schlecht. Kuscheln lieber mit Menschen und sehen sich alte Filme an. Ah ja. Erhöht die Ansteckungsgefahr vor allem in feuchten Ländern. Und hier oben hätten wir dann noch... Würmer entwickeln telepathische Fähigkeiten, mit denen sie traurige, einsame und nicht infizierte Menschen finden. Erhöht die Ansteckungsgefahr überall. Ah, gut, okay. Kostet uns auch jedes Mal DNA-Punkte zum Investieren. Die sieht man hier unten. Oder DNS-Punkte. Symptome. Gedankenkontrolle kann Gutes bewirken. Durchbricht die Blut-Hirn-Schranke, um an das Hirn des Wirts zu gelangen und ihn wieder glücklich zu machen. Oh. Fähigkeiten? Versteckt sich in einem Paket und wird als Geschenk in ein zufälliges Land geschickt. Okay. Ein Neuraxwurm versteckt sich in einem Paket und wird als Geschenk in einem zufälligen Land geschickt. Ah, okay.
Ein Neuraxum versteckt sich in einem Paket und wird als Geschenk in einem zufälligen Land gesichtet. Irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Ein Neuraxwurm versteckt sich in einem Paket und wird als Geschenk in einem zufälligen Land geschickt. Ja, das ist ja sehr schön. Irgendwie kommt mir das so bekannt vor. Bitte wenden, bitte wenden. Erreger können im Labor nur noch schwerer analysiert werden. Senkt weitere Forschungsgeschwindigkeit. Okay, ich würde mal sagen, wir sind ja in Ägypten. Ägypten ist ein doch eher trockenes Land. Entwickeln wir mal ein bisschen, dass wir da unten vorankommen und erhöhen die Geschwindigkeit so ein klein wenig. Karibik lässt im TV nur noch Nachrichten zu. Das ist so langweilig. Achso, wir sind ja in einem langweiligen Ländle. UN, Spaßverbot bleibt. Oh, kein Spaß mehr, ist doch langweilig. Schneemann bei versuchter Kindesentführung erschossen. Welcher Schneemann? Man kann dieses Jahr keinen Schneemann bauen. Du hast mehr als 15 DNS-Punkte. Setze sie nun ein, um Xmas weiterzuentwickeln und mehr Menschen zu infizieren, indem du die Krankheitsschaltfläche unten links drückst oder alternativ die Q-Taste, ne? Q was? Q. Okay, Q. Wir könnten weiterentwickeln. Würmer sondern ein weißliches, milchiges Sekret ab. Kopfkino. Um Menschen anzulocken. Erhöht die Ansteckungsgefahr, vor allem in trockeneren Ländern. Also meine Frage... Nein, ich will es nicht wissen. Wir nehmen jetzt noch die warmen Länder eher mal dazu und haben noch ein bisschen was frei. Warum nicht mal... Ja, ich will mal das eher mal vielleicht... Komm, ein weiteres Land. Dann sehen wir ja mal weiter. Dann sehen wir mal weiter. Okay, wir haben jetzt China infiziert. Ha, sowas aber auch. Immer diese Chinesen. Weihnachtsbaumbestände wegen mangelnden Nachfrage. Ja. Verbrannt. Ah ja, Xmas hat Hunderte in Ägypten infiziert, was die Chance vergrößert, dass infizierte Personen gesunde infizieren. Entwickle deine Krankheit weiter. Und dann? Die sollen noch nicht krank werden. Wenn man krank ist, ist es nicht lustig. Echt nicht. Dann ist das ja traurig. Ich werde jetzt auch nicht alles vorlesen. Das ist mir also viel zu stressig, viel zu viel Arbeit. Wir könnten eher mal dafür sorgen, dass wir die Übertragung weitermachen. Warum nicht überall mal? Okay. Durch Biolumineszenz strahlen Würmer ein warmes Leuchten aus, das Menschen von weit her anlockt. Erhöht die Ansteckungsgefahr vor allem in ländlichen Gebieten. China ist jetzt auch nicht so ländlich, ne? Würmer senden fröhliche Lieder aus. Stören so ruhige Nächte und locken Menschen an. Erhöht die Ansteckungsgefahr, vor allem in urbanen Gebieten. Okay, das würde schon eher passen. Würmer sehen süß und kuschelig aus und legen sich in Spielzeugläden schlafen. Erhöht die Ansteckungsgefahr, vor allem in reichen Ländern. Ist so ein Neuraxwurm nicht eigentlich so mini klein, dass man ihn gar nicht sehen kann? So ganz mini. Ich weiß ja auch nicht so genau, ne? Könnte ja mal passen, ne? So, weiter. Oh, wir haben schon Tausende in Ägypten infiziert. Na, so war aber auch. Ja, die Zahl geht weiter nach oben. Ich glaube, Tote am Schluss, also Tote eher weniger. Außer die anderen sagen, hey, der hat einen Neuraxwurm, der hat gelacht, tote ihn. So. Weiter. Passiert doch mal irgendwas? China regnet da viel, ist die Frage. Wir kommen bestimmt mal irgendwann in einen Bereich, wo es viel regnet. Wir investieren einfach mal und holen danach vielleicht nochmal ein Geschenk. Ja. Aber jetzt sieht man es hier auch so ein bisschen farblich. Yay. Ich habe noch nie rangescrollt, fällt mir gerade ein. Ist das nicht schön? Also, China ist ja mal bald voll. Ich hoffe, die Leute öffnen dann automatisch den Flughafen wieder. Das wäre schön. Ich habe jetzt nichts gelesen, dass man da irgendwas mit lachen muss. Oder so. Oder Flughafen aufmachen und so. Ne? Übertragung? Nein, das ist nur so. Das sind die Symptome. Machen wir einfach mal. Was haben wir denn da? Entsteht zu fortsetzen im zentralen Hohlraumsystem.
Ja, was habe ich davon, wenn ich das über das Gehirn mache? Die Sache ist da. Ich muss natürlich auch so ein Bild. Ach du grüne Neune. Okay, jetzt wird's interessant. Was haben wir denn da? Beta-Rezeptorenblocker beruhigt den Wert. Achso, beruhigt den Wert. Fördert soziale Kontakte und neue Freundschaften. Erhöht die Ansteckungsgefahr und die Mutationschance. Durch einen mit. Merken würde, dass ihnen ihr Leben glücklich besser gefällt. Sie haben weniger Interesse an der Entwicklung eines Heilmittels. Oh, das ist sehr gut. Durch einen Blocker verlieren Wirte die Selbstbeherrschung und tun allerlei Dinge, die sie sonst nicht tun würden. Erhöht die Ansteckungsgefahr. Also, solange das jetzt nicht irgendwelche Sachen sind, die böse enden, soll mir das recht sein, ne? Durch einen erhöhten Serotoninproduktion faulenzen die Wirte den ganzen Tag und schaffen nichts. Reduziert die Zufriedenheit. Ja, ich meine, aber wenn man nichts mehr arbeitet, ist es auch blöde, ne? Der Wirt macht fröhliche Selfies und teilt sie mit dieser Welt. Naja, das ist eine Entwicklung, die kann man rückgängig machen. Geringe Chancen, dass die Menschen in nicht infizierten Ländern ihre Grenzen, Häfen und Flughöfen öffnen. Oh, das ist gut. 5 Punkte brauche ich dafür. Ändert den Hormonspiegel. Änderungen der Hormonspiegel führen zum Witze erzählen. Er erhöht die Ansteckungsgefahr. Super. Ich brauche dafür 5 Punkte. Ja, Flughäfen und so Zeug mal öffnen, das wäre mal gar nicht so schlecht. Ein Anti-Spaß-Team in Ägypten hat eine neue Krankheit namens Ismis entdeckt. Offenbar macht sie Menschen glücklicher und ist eine Gefahr für die Gesellschaft. Aus anderen Ländern gibt es ähnliche Meldungen. Bislang ist doch nur China mit betroffen und Ägypten ist fast voll. Mann. Ja, okay. Ägypten fängt nun an, dagegen zu forschen. Was echt. Wow, holy Moses. Ein bisschen schlechtes. Aber jetzt machen wir hier mal die Entwicklung. Will ich gleich dafür sorgen, dass die nicht wirklich anfangen, Sachen zu machen, die mir nicht gefällen? Boah, machen wir mal gleich mal mit dazu. Und hier drin können wir nichts machen. Hier, doch, da wollte ich gucken. Oh, überwältigt von Großzügigkeit chartern die Wirtflugzeuge, um den Neurangswurm an den Menschen in die ganze Welt zu liefern. Brauche ich 11 Punkte. Das ist das erste Mal übrigens, dass ich das da hier machen tue. Halt. Ägypten ist aufgrund der X-Mess-Überwältigung von Glück und Freude und wird keine Heilmittelforschungen durchführen. Yes! Sehr schön. Ja, nicht, dass das Ganze hier zu einem Scheitern wird. Die Bedenken habe ich. X-Miss infiziert mehr Länder. Ja, ist in Ordnung. Ich darf weitermachen. Durch die sozialen Medien sind die Menschen im Nahen Osten neugierig, was anderswo auf der Welt geschieht und haben die Regierung zur Aufhebung des Reiseverbots gezwungen. Yay, Häfen und Flughafen ist wieder offen. Sehr schön. Das gefällt mir. Was wollte ich? 11 Punkte, gell? Ja, für das andere Dingens da. Dass die halt wieder fliegen. Der Neurangswurm halt. Dass sich durch die Welt geht. Ja, China ist irgendwie langsam. Hier unten müsste es doch ein bisschen besser vonstatten gehen. China war doch schon. Haben wir jetzt tatsächlich Russland? Nein, Russland haben wir nicht. Ah, die kleinen Inseln hier, das ist immer wichtig. Ich frage mich, wie der Wurm dorthin kommt. Oh, da fahren auch schon Schiffe. Das ist sehr schön. Oh, da unten ging es aber jetzt gerade schnell in Südostasien. Stopp, wir lassen unsere Leute mal fliegen. Bei Geschenkflügen werden Fallschirme eingesetzt, um Geschenke aus großer Höhe abzuwerfen. So können mehr Geschenke auf einmal geliefert werden. Aha. Die Wirte können es nicht abwarten, Geschenke zu überbringen und entscheiden sich für einen früheren Abflug. Geschenkflüge finden häufiger statt. Ich hätte gerne... Oh, was haben wir denn? Achso, halt, warte mal, das ist ja damit, wo ich angefangen habe. Ich bin ja blöde. Ich wollte hier nämlich noch die kalten Gebiete, die... werden wir nämlich brauchen. Drag Gift Plant Bubblist. Ah ja, okay.
bitte mal nach Grönland, weil Grönland ist immer so etwas blöde zu erreichen. Deutschland. Komm, ihr nehmt mal Deutschland. Ist zwar blödsinnig, ich sollte vielleicht eher einer dieser Inseln da nehmen, die schwieriger zu erreichen sind. Aber hey, wir machen das auch so ganz gut. Dann würde ich doch glatt mal sagen, in den kalten Gebieten, dass das schneller geht. Was habt ihr denn da? Achso, das war das mit den Liedern. Ihr Kinder, allein kommt mäßig, ne? Eine Biolumineszenz. Warum nicht? Dann sehen wir sie nachts. Oh, Rentiere. Würmer verbinden sich telepathisch mit Tieren und benutzen sie, um ihre Eier weiter zu verbreiten. Okay, in ländlichen Gebieten. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Macht man doch. Wir gehen mal nach Neuguinea. Bam. Sehr schön. So. Ach, jetzt ist gerade schon wieder so ein Fliegerlein aufgetaucht. Eigentlich wollte ich das da. Was haben wir denn dabei geschenkt? Fliegen wird eine geniale Technik eingesetzt, um Geschenke durch Schornsteine zu schicken. So können mehr Geschenke auf einmal geliefert werden. Jetzt hätte ich ein Problem, weil bei mir ist kein offener Kamin da. Aber ich glaube, ich die wenigsten noch mittlerweile. Indonesien ist schon. Dann gehen wir noch nach Neuseeland. Warum nicht? So. Bitte einmal hier verbreiten. Danke, danke, danke. Oh, 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 oh. X-Mess wurde von der WHO Beobachtungsliste aufgenommen und als gefährlich eingestuft. Regierungen wurden gewarnt, dass die Krankheit unaufhaltsam werden könnte. Nein, sie wird unaufhaltsam und die Welt forscht schon. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Na komm, da warten wir mal, bis wir bei 50% sind. Warum denn nicht? Jetzt fliegen wir mal nach Karibik hier hin. Ho, 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 ich bin ein Pirat und so, ne? Weiter die Verbreitung mal. Was haben wir denn da eigentlich? Das wäre natürlich auch schön. Es ist teuer, ne? Machen wir eher mal die Symptome. Was haben wir denn da? Teilt über soziale Medien Geschichten seines Glücks, Chancen, dass Menschen in nicht infizierten Ländern ihre Grenzen und Häfen öffnen. Das wäre fast schon sinnlos, weil ich ja jetzt reinfliegen kann. Sie machen eher mal dumme Sachen, oder? Witze erzählen. Aber Witze erzählen kann es natürlich schnell mal werden, dass es Flachwitze werden. Aber ist egal. Die Freisetzung von Dopamin führt zu freudigen Zwangs. Zukunftserwartungen, die geteilt werden müssen, erhöht die Ansteckungsgefahr. Ah yeah. Der Alltag in der Türkei wird viel fröhlicher. Einige Menschen finden, dass X-Mess nicht behandelt werden sollen. Ha! Supi! Das ist schön. Das ist schön. Wir fliegen nach Japan. Warum nicht? Warum nicht nach Japan? Bam, bam. Und wir fliegen. Ja. Nach Madagaskar. Da haben wir die Pest an Bord. Ein Endorphinstoß erfüllt den Wirt mit Fröhlichkeit, sodass er singend umherläuft. Erhöht die Ansteckungsgefahr deutlich. Bitte verklagt mich nicht, weil ich das mache. Ich hasse auch diese Menschen, die lustig singen, durch die Gegend herumtänzeln. Warte mal, das mache ich auch bei der Arbeit. Oh mein Gott! Komm, wir lassen unsere Leute mal verrückte Dinge tun. Meine Leute vor allem, die Menschheit. Wir lassen die Menschheit verrückte Dinge machen. Wissenschaftler tun sich schwer, eine außergewöhnliche Mutationsmuster von X-Mess zu verstehen. Laut WHO-Forscher schadet dies den Bemühungen um ein Heilmittel. Ist doch mir egal. Wobei ich jetzt doch schon mal gerne dann anfangen würde, mach mal ein bisschen langsamer. Ich wollte eigentlich noch bis 33 warten, aber egal. So, Australien sendet jetzt Forscher aus. Warum ist es immer Australien? Warum sind das immer wieder diese Australier? Wirklich? Irgendwann mal, ne? Australien sendet jetzt Forscher in infizierten Ländern, um die Entwicklung eines Heilmittels für X-Mess zu beschleunigen. Zerplatze Blaublasen und zerstöre ihre Forschungen.
Das Heilmittel ist nun zu 25% fertig. Ist eigentlich in Australien schon... Nein, in Australien ist noch keiner. Na, wartet nur, ihr kleinen Australier. Jetzt seid ihr fällig. Mach mal langsam hier. Das geht mir zu schnell. Was dürfen wir denn noch machen? Bei Geschenkflügen wird eine geniale Technik... Achso, das hatten wir ja. Ja, dann machen wir das da rein. Und was haben wir denn da? Ein berühmter Mann im weißen Bart kommt aus dem Ruhestand zurück. So können mehr Geschenke auf einmal geliefert werden. Tut mir leid, der berühmte Mann mit dem weißen Bart ist nicht mehr am Leben. Was können wir denn da machen eigentlich? Es gibt jetzt einen neuen Erregerstamm, der mehr Arbeit für die Entwicklung eines Heilmittels erfordert. Ist langweilig. Symptome. Was haben wir denn da? Serotoninänderungen fördern wildes Feiern, soziale Kontakte und den Verlust von Hemmungen. Hey, Verlust von Hemmungen ist immer gut. Kommt drauf an. Aber man auch nicht. Je nachdem, ne? So. Hier. Habe ich eigentlich jetzt noch ein Ländle, was nicht infiziert ist? Wie sieht es denn in Kanada aus? Ja, Kanada, Spaßland, Nummer 1, ne? Da müssen wir doch hin. Das Heilmittel ist 50% fertig. Das bedeutet, wir fangen hier an und machen hier natürlich dann ebenfalls, dass die Geschwindigkeit noch weiter zurückgeht und machen es noch ein bisschen schwerer für die. Wow! Wow, Kanada! Was geht denn ab? Was ist eigentlich in Grönland los? Grönland ist immer noch ein bisschen bescheiden dran. Ich mag Grönland einfach nicht. Man muss hier echt weitermachen mit denen, ja. Würmer rollen sich zu perfekten Schneebällen zusammen. Oh Gott, das ist so widerlich. Und warten ab, erhöht die Ansteckungsgefahr, vor allem in kalten Ländern. Das ist so widerlich und ekelhaft. Stell dir mal vor, ihr habt so einen Schneeball dann, stellt fest, es ist ein Neuraxwurm. Hab für Deibel. Halt. Nein, ja. Flieg nochmal nach Grönland. Vielleicht bringt das so ein bisschen was, wenn ich das da mache. Jawohl, so ein bisschen was vor allem, ne? Stopp. Sie dürfen sich mal mit Tieren vermehren, dann stören so ruhige Nächte. Wer will schon schlafen in der Nacht, ne? Würmer setzen ein Pheromon ein, um glückliche Kindheitserinnerungen anzuregen und Menschen anzulocken. Die Ansteckungsgefahr vor allem in urbanen Gebieten. Ich weiß gar nicht, ob ich ein urbanes Gebiet überhaupt noch nicht habe. Also Russland geht schnell. Russland geht echt schnell. Haben wir jetzt eigentlich noch irgendwo... Die Philippinen habe ich vergessen. Ah ja. Schau an. Ja, also Philippinen, das ist tragisch, dass ich die vergessen habe. Wie sieht's eigentlich bei den... Da, um Schweden. Um Schweden, da muss noch ein bisschen was gehen. Und so. Ja, das war das mit den Spielzeugläden. Würmer werden von Glitzerkram und Schmuck angelockt und machen gnadenlos Jagd auf ihre Besitzer. Die Ansteckungsgefahr vor allem in reichen Ländern. Ja, das ist aber schön. Können wir noch bei den Symptomen irgendwas Lustiges machen? Ja, unsinniges Gerede, dann wird sowas wie ich da raus. Das ist halt immer schlecht, ne? Ja, komm, wir gehen mal dahin. Blam, bam, bam, bam. Wow. Ich denke mal, den Wettkampf habe ich fast... Was ist eigentlich mit Spanien los? Portugal da hinten, ne? Sieht irgendwie... Spanien? Komm, wir helfen Spanien mal. Spanien muss glücklich gemacht werden. Ah, herrlich. Gibt es noch irgendwo ein Land, wo nicht gelacht wird? Die letzte gesunde Person auf diesem Planeten wurde vor kurzem mit X-Miss infiziert. Nun ist es an der Zeit, sie alle zu töten. Das wär's. Nein, wir wollen ja nicht. Das Heilmittel gegen X-Miss ist 75% fertiggestellt. Ja, und jetzt? Und jetzt?
sind doch alle infiziert. Irgendwas übersehe ich? Sie sind alle infiziert. Übersicht. Bin gerade etwas. Der Neurax-Wurm hat die Welt gerettet. Die Menschen erwarten eine strahlende Zukunft. Voller ewiger Glückseligkeit. Frohe Weihnachten. Ja. Ja. Ich habe halt gerade gedacht, wirklich, irgendwas übersehen. Irgendwas musst du machen. Chill, dass man es ein bisschen weiterlaufen lässt. Okay. Sehr schön. Frohe Weihnachten. Yay. Xmas hat die Welt mit Glück und Zufriedenheit infiziert. Okay. Ja. Ich liebe dieses Spiel. Das ist richtig geil. Hätte vielleicht ein bisschen schneller gehen können. Ach, aber warum auch? Man muss doch sowas genießen, ne? Sehr schön. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Außer natürlich, dass ich euch allen ein fröhliches Weihnachtsfest wünsche und einige hoffentlich zufriedene, besinnliche Tage mit der Familie, euren Freunden, euren Liebsten. Ich selber werde Weihnachten bei meinen dieses Jahr nicht bei meinen Eltern feiern, dieses Mal mit meinen beiden Geschwistern und den jeweiligen Partnern und dann erst am ersten Weihnachtsfeiertag mit meiner Familie und dann den zweiten Weihnachtsfeiertag mit meinen Freunden feiern. War ein bisschen was Außergewöhnliches, weil für normalerweise ist es eigentlich bei mir eher ja, Weihnachten familiär, dann den ersten Weihnachtsfeiertag, oh, so ein bisschen gammeln, den zweiten mit Freunden und den Geschwistern. Freue mich aber mal das Jahr drauf und ja, wie feiert ihr es denn so Weihnachten? Gut, dann würde mich also bald interessieren, also wirklich mal, also total, wirklich, meine ich echt ernst, ja, wie andere das machen, ihr vor allem. Ja, gut, dann, wie erwähnt, frohe Weihnachten, schöne besinnliche Weihnachtsfeiertage und bis dann. Ciao!